Hallo, mein Name ist Alexander Sohl, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Me Energy. Wir erzeugen den Strom vor Ort in unserer Ladestation. Wir machen das aus Flüssigkeiten, Ethanol und Methanol und sind so CO2-neutral. Dadurch haben wir so eine hohe Leistung vor Ort, dass wir jedes Auto innerhalb von 10 Minuten 200 Kilometer Reichweite aufladen können. Methanol ist eine nachhaltige Flüssigkeit, die aus Reststoffen normalerweise gewonnen wird oder in Power-to-Liquid-Verfahren. Das heißt, ich habe vielleicht Abfälle, Plastikmüll, ich habe vielleicht aber auch Abfälle aus der Holzindustrie und die werden dann zu Methanol gemacht. Das ist ein sehr, sehr altes Verfahren und wird auch deutschlandweit, europaweit gemacht. Oder neuer ist eher dieses Power-to-Liquid, was man kennt. Ich habe Offshore-Windenergie, die nachts nicht gebraucht wird und macht die dann zu Wasserstoff und diesen Wasserstoff, den einfach zu speichern, das geht in Form von Methanol und das wird auch schon heutzutage großtechnisch durchgeführt. Es sind eigentlich immer Kunden, denen es entweder zu lange dauert, bis ein Stromnetzbetreiber die Leitung legt oder alternativ, wo es gar nicht mehr möglich ist technisch oder einfach viel, viel, viel zu teuer. Das sind so die zwei Sachen, die es eigentlich immer auf den Punkt bringt. Was bedeutet das? Es sind Unternehmen, die selber Flotten betreiben, elektrische, es sind vielleicht Lieferdienste, vielleicht sind es aber auch einfach größere Unternehmen mit eigenen Fuhrparks, es sind Tankstellen, es sind Immobilienbesitzer oder Betreiber oder auch Autohäuser, die zu uns kommen. Wir möchten einfach das Stromnetz sinnvoll ergänzen an Orten, an denen es eben nicht so leistungsfähig ist. Unser Stromnetz ist schon über 100 Jahre alt und damals wurde nicht Elektromobilität mitgedacht. Wir brauchen einfach an Orten Strom, wo wir das nie vor 20, 30 Jahren gedacht hätten, dass wir dort Strom brauchen. Und ähnlich verhält es sich ja eigentlich auch mit unserem Mobilfunknetz. Man hat ja irgendwann hat man mal gesagt, Mensch, es lohnt sich nicht mehr, überall Telefonleitungen hinzulegen, sondern irgendwann baue ich einfach irgendwo Sendemasten, mache das Ganze autark, mache das Ganze eben nicht mehr abhängig von irgendwelchen Kabeln und baue dann eben punktuell Punkte auf. So machen wir das auch. Wir sagen einfach, wir müssen punktuell unser Stromnetz stützen, wir müssen punktuell es entlasten und das funktioniert eben mit solchen Stationen, denn die Strapazen für das Stromnetz durch Schnellladung sind einfach viel, viel zu hoch. Ja, wir sind stolze Preisträger des Innovationspreises Berlin-Brandenburg, des KfW Awards Gründen und auch des Businessplan-Wettbewerbs, das war zu einer früheren Phase des Unternehmens, sehen aber dadurch, dass halt wir als etwas ungewöhnliches Startup auch ankommen. Denn ich sag mal, Hardware, die 2,50 Meter hoch ist, 1,70 breit und 3,80 lang, ist jetzt nicht unbedingt das typische Startup-Metier, sondern eher eines klassischen Maschinenbaubetriebes. Und hier sind wir sehr, sehr froh, dass das eben auch honoriert wird, dass man hier einfach andere Eigenschaften auch auszeichnet und diese Innovativität, die wir mitbringen, dass die dann eben auch den Jurys gefällt. Also ich war selbst Entwicklungsingenieur bei Bosch und bin da schon in den Genuss der Elektromobilität gekommen. Und bin dann dort einfach mal bei einer längeren Autofahrt, war ich so naiv und habe gedacht, ja Mensch, das mit dem Laden, das funktioniert ja einfach so. Es war damals 2017, das war ein i3, der nicht so viel Reichweite hatte und auf einmal hatte ich das Problem, dass das mit dem Laden deutlich länger gedauert hat, als ich erwartet habe und dann musste ich dort übernachten. In einem Ort, in einem kleinen schwäbischen Örtchen, wo ich bisher noch nie war. Und dann habe ich mir die Fragen gestellt, wieso ist das nicht möglich? Wieso dauert es so lange? Wieso kann man das nicht einfach so? Und habe dann eben immer weiter gesucht und gebohrt, bis ich dann zu der Erklärung kam, dass das Stromnetz eigentlich der limitierende Faktor ist. Die Technik ist es nicht, sondern das Stromnetz. Und dann kam die Idee zu sagen, Mensch, wenn das Stromnetz eben den Strom nicht liefert, dann müssen wir ihn selbst vor Ort erzeugen. Wir sehen was groß kollidiert ist Mobilität und Energie oder Stromgesetzgebung. Das ist ein sehr, sehr spannendes Reibungsfeld, weil hier teilweise was integriert wird, teilweise werden Krücken gebaut und
Das ist was, wo es noch nicht so wirklich fix ist. Was auch hinzukommt, was wir jetzt einfach haben, ist, wir haben ja eine autarke Lösung, eine Insellösung, die so auch nicht wirklich erfasst ist von der aktuellen Gesetzgebung. Das heißt, wir haben hier mehrere Themen, die aufeinandertreffen. Das heißt, wir haben die Revolution oder Evolution des Stromnetzes. Wir haben Prosumer, nennt man das ja auf Neudeutsch. Das heißt eben Verbraucher, Erzeuger gleichzeitig. Wir haben Insellösungen, wir haben regenerative Energien, wir haben Mobilität, dadurch ganz andere Verbraucher. Wir haben in Zukunft eben auch Speicher in Form von Fahrzeugen. Und ich glaube, hier ist unsere Gesetzgebung dadurch, dass sie so detailliert ist und eigentlich fast den Anspruch hat, jeden Einzelfall zu regeln, etwas träge und noch nicht drauf ausgelegt. Hier tun sich natürlich andere Länder, die einfachere, grundlegendere Regeln haben, etwas leichter, als es Deutschland ist, wo eben der Anspruch da ist, jeden Einzelfall zu regeln. Ja, der Bundesverband Elektromobilität, der hat eben eine sehr, sehr einzigartige Perspektive, denn er fußt auf einer sehr, sehr breiten Basis. Wir haben hier den einfachen Elektroautofahrer, dann haben wir Hardwarehersteller, wir haben Diensteanbieter, wir haben Projektierer und so gibt es eben sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven, die gebündelt werden und so ein sehr, sehr differenziertes Meinungsbild zur Elektromobilität ermöglichen, das dann eben auch an die politischen Entscheidungsträger weitergetragen wird. Ich glaube, was wir aktuell in der Wahrnehmung noch haben, ist, Elektromobilität ist immer der Zweitwagen. Ist immer das Auto für den Gutverdiener, der dann oder die Gutverdienerin, die dann einfach einen Parkplatz vor Ort hat mit einer eigenen Lademöglichkeit. Und von diesem Bild müssen wir wegkommen. Wir müssen dahin kommen, dass Elektromobilität alltagstauglich wird und auch als Erstwagen funktioniert. Das heißt, wir müssen uns um Leute kümmern, die keinen eigenen Parkplatz haben, öffentlich laden müssen und das auch alltagstauglich. Das heißt, es muss integrierbar sein und die Ladezeiten müssen endlich zu den Tätigkeiten passen. Das heißt, wir brauchen viel mehr öffentliche Schnellladung, weniger öffentliche Langsamladung und wir müssen eben auch preislich das Ganze so gestalten, dass eben der Laternenparker nicht benachteiligt ist gegenüber dem Eigenheimbesitzer.